spazieren, an der Hand ein kleines Kind. Und das Kind, das tat sie führen, denn die arme alte Dame, die war blind. War ein Graben in der Nähe, war ein Loch in der Chaussee. Oma, hüpf mal, sprach die Kleine, und der alte Dame hüpfte in die Höhe. Als unser niedlich kleiner Merlin seine Oma hüpfen sah, sprach er öfter, Oma, hüpf mal, auch wenn gar kein Graben in der Nähe war. Kam ein Schutzmann längs des Weges, war des Knabens ganz empört. Hör mal auf, du kleiner Bengel, dein Benehmen ist ja gänzlich unerhört. Und was antwortet unser kleiner Merlin? Herr Schutzmann, halt die Schnauze, Herr Schutzmann, seien Sie still. Diese Oma, die ist meine, die kann ich hüpfen lassen, wo und wann ich will. Ja, wow. So. Seid